Ich weiß auf jeden Fall, was ich will, und die 5 Jahre sind nicht umsonst gemacht, und ich freue mich auf diese 5 Jahre und weiß nicht, ob es bei 5 Jahren bleiben wird, aber es geht da mit Sicherheit noch weiter, denke ich. Super Stimmung gewesen in der Kabine. Wir sind alle glücklich gewesen, dass wir es geschafft haben, und dass es natürlich so lange gedauert hat, über 120 Minuten ins Elfmeterschießen ging, das haben wir natürlich nicht uns gewünscht, aber jetzt ist es natürlich ein Traum, dass wir im Finale sind. Wir haben 3 Matchspiele gehabt und sie nicht genutzt. Deshalb ist es bitter einfach, dass die bessere Mannschaft heute verloren hat. Trippelsieger, Trippelsieger, hey, hey! Diese Paraden im Champions League-Finale waren mitentscheidend dafür, dass Manuel Neuer zum weltbesten Torhüter gewählt worden ist. Die davor natürlich auch die Leistungen. Herzlich willkommen, Manu. Danke. Wir gratulieren natürlich aufs Herzlichste. Dribbling secco, Gervinho, Nainggolan, prova la botta, Neuer incredibile, una parata incredibile di Neuer. Das ist einfach grandios, gerade weil das so eng war und keiner wollte einen Fehler machen. Wir haben uns wirklich über 120 Minuten voll konzentriert und
Was am Ende rausgekommen ist, ist der Sieg für uns und ich freue mich gleich auf den Pott. Für mich ein Riesenerfolg, das ist auch ein Erfolg für die Mannschaft. Wir haben letztes Jahr Franck Ribéry dabei gehabt, der hat es leider auch nicht geschafft, aber wir wollen versuchen, jedes Jahr natürlich Spieler vom FC Bayern auch da zu haben und ich habe mich gefreut, auf jeden Fall dabei zu sein. Das ist ja nicht nur jetzt auch ein Signal für mich als Manuel Neuer, sondern für die Torleute. Krass, er ist die Krake, er hat 10.000 Hände, er hält alles. Ganz bitter für den Rekordmeister. Die Bayern sind nicht nur aus der Königsklasse ausgeschieden, sondern müssen in den kommenden Wochen auch auf Manuel Neuer verzichten. Es passiert in der 109. Minute im Estadio Santiago Bernabeu. Die Nummer 1 des FC Bayern verletzt sich erneut am Fuß. Der neue Kapitän des FC Bayern München ist bei uns, Manuel Neuer. Herzlichen Glückwunsch dazu, Manu. Vielen Dank. Wie stolz ist die Brust? Wie breit ist die Brust jetzt bei dir? Ja, ich bin natürlich stolz, Kapitän dieser Mannschaft zu sein und freue mich auf meine Aufgaben und zähle da natürlich auch auf meine Teamkollegen. Eine alltägliche Übung. Der Fuß aber hält nicht. Alles kaum zu begreifen. 5 Monate auf den Tag genau nach der ersten Fußverletzung, nun die nächste. Es ist wieder der linke Fuß. Ein Haarriss. Am 2. Spieltag dieser Saison feierte der Kapitän gegen Werder Bremen sein Comeback. Nur 3 Wochen nach diesen Jubelbildern ein Rückschlag für den Welttorhüter. Natürlich ist man ungeduldig. Ne? Man ist ja Sportler und man ist sehr ehrgeizig und es tut einem schon weh, wenn man immer zuschauen muss. Superklasse, wie er arbeitet. Ja, sowieso sein Reha-Programm schon über längeren Zeitraum und jetzt auch auf dem Trainingsplatz mit Toni Tapalovic. Thank you.
Neuer derrière sa ligne. Il est monstrueux, Manuel Neuer, la mise en échec de Neymar. Di Maria auf Marquinhos und wieder Neuer. Ist Champions League-Sieger 2020. Wow, Manuel Neuer! Was für eine Weltklasse-Parade! Durch Haaland, der geht schon wieder allein aufs Tor los. Haaland macht erst diesmal Manuel Neuer, bärenstark. Mit der rechten Faust ist er da und es hätte wieder gezählt, das Tor. Wieder ganz schnell hinten heraus. Supercup-Sieger 2020. Wir gratulieren den FC Bayern. The award for the best FIFA Men's Goalkeeper 2020 goes to Manuel Neuer.